Heute ein Tourenspezial, diesmal gefahren von meiner Tochter Marsha. Der Thumsee im Berchtesgadener Land ist nur wenige Kilometer von Bad Reichenhall entfernt und hat eine schnelle Autobahnanbindung zur A8. Die Infrastruktur ist schnell erklärt. Im Osten an der Zufahrtsstraße ist ein Parkplatz, den man bezahlen muss. Im Westen sind die Parkplätze kostenlos. Gastronomie bietet der Seewirt mit einem tollen Biergarten und dem Luxus einer kostenlosen Liegewiese. Das Thumseebad kostet 2,50 Euro Eintritt, beinhaltet eine Badeaufsicht und man kann dort bei Bedarf Stand-Up-Paddles ausleihen. Auch hier an der Seestraße darf abschnittsweise geparkt werden. Und hier sieht man auch schon unseren Einstieg, wobei man auch an allen anderen Parkplätzen problemlos das SUP zu Wasser lassen kann. Dann legt Marsha jetzt mal los. Bei über 30 Grad heute ist die Tour der reine Genuss. Die Runde ist nur kurz, dafür sind die Badepausen etwas länger. Zur Übersicht gibt es jetzt ein paar Tourdaten. Wir paddeln währenddessen Richtung Osten zum Naturschutzgebiet. Direkt nach der Liegewiese kommt das Thumseebad, wo ihr, wie erwähnt, euch auch ein SUP ausleihen könnt. Das ist das Schöne an diesem See. Obwohl es heute super voll hier ist, muss man nur ein paar Meter paddeln und ist fast alleine. Jetzt geht es am Südufer entlang, wieder Richtung Westen. Ich muss schon sagen, es ist etwas Besonderes, wenn man als Flachländer an so mächtigen Felswänden und Bergen vorbeipaddelt. Es ist einfach herrlich. Die Westkurve ist schnell gefahren und schwupps geht es auch schon wieder am Nordufer entlang in Richtung Seewirt. Uns hat es hier super gefallen. Es ist ein toller Badesee, den man auch gut in seine Reiseroute einbauen kann. Tja, 2 Kilometer sind schnell gepaddelt und nach 30 Minuten erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt. Ich hoffe, euch hat unsere Tour gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf gerne über den Spendenlink in der Videobeschreibung mir 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich! Bis zur nächsten SUP-Tour,